Also Lars, Studie Fremjandet heißt ja Studienförderung, aber was ist das Spezielle an der Studienförderung, wie sie hier versteht? Ja, manchmal denkt man über Förderung als eine finanzielle Sache, aber in unserer Organisation bedeutet eigentlich Förderung also Motivation für Studien und nicht alle Studien, mehr Motivation für Studien in Bewegungen, nicht formale Studien und Studienzirkel. Studienzirkel ist unser Grund für unsere Organisation. Also Promotion wirklich im Sinne von, ich möchte es promoten, ich möchte, dass die Leute motiviert sind und kommen. Und sie können sich hier ja auch ganz informell zusammenfinden in Studienzirkeln. Was ist das genau? Ja, eine Studienzirkel ist eine selbstorganisierte, selbstläufende Studie, wo man, also eine Gruppe könnte ein eigenes Thema finden und das studieren, ohne Leiter von außen, also ohne, nur selbst organisiert. Und ja, ihr stellt keinen Lehrer, sondern ihr stellt die Infrastruktur, einen Raum, Computer. Und es gibt zum Beispiel, weiß ich hier bei euch in Studie Fremjandet Uppsala, einen Ornithologenzirkel, den werden wir noch treffen. Und es geht auch ganz viel um Kontakt miteinander bekommen. Ja, das gibt's auch das gibt zwei Aspekte von den Kontakten. Das gibt die sozialen Aspekte, weil Menschen, das lebt in der Gesellschaft in Schweden heutzutage, manchmal sind sie allein. Und Studienzirkel ist ein Weg, so andere Menschen zu treffen, einfach. Aber es ist auch eine Idee mit diesem Studienzirkel, dass man sozusagen könnte alles Erfahrungen brauchen in die Gruppe. Also Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund finden Wege zu dem Thema und finden eigene Ausgangspunkte zu diskutieren. Das meinst, dass die Studienzirkel zusammen, alle zusammen sagen, ist mehr eine größere, also die Studienzirkelresultat ist größer als das Thema von Anfang. Und morgen werden wir auch zu einer Einrichtung gehen, die heißt Kontakten, also Kontakt. Und dort ist, glaube ich, das Besondere, dass dort auch Studienzirkel sich treffen und dass es auch direkt in einem Viertel ist, wo es etwas problematisch ist, wo es nicht automatisch so ist, dass die Leute in eine Bildungseinrichtung gehen würden von alleine, sondern sie kommen einfach hin, weil es vor Ort ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, alles richtig. Und das ist auch so, dass wir in dieses Stadtteil versuchen, immer mehr offen sein, also mit einer Haus oder das ist offen für Leute, so nur kommen und sitzen und sprechen oder was man will. Man könnte auch studieren, man könnte auch Computer machen, aber trotzdem, wir versuchen auch zu fördern die Studienzirkelidee da auch. Also dann freuen wir uns schon sehr auf morgen. Das scheint mir ja auch ein richtiger dritter Ort dann zu sein. Das ist ja auch das Konzept, mit dem wir uns praktisch beschäftigen wollen, was so die Theorie dahinter ist, ein dritter Ort. Und für einen dritten Ort ist auch immer wichtig, dass es einen guten Kaffee gibt. Und ich glaube, für euch Schweden ist Kaffee auch was ganz Wichtiges. So bekommen wir morgen hoffentlich auch eine Fika. Ja, das bekommen Sie. Sehr schön, dann freuen wir uns auf morgen und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.